Und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Aufnahmesession von Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Nachdem ich in der letzten Aufnahmesession die Aufnahme dann in Stockholm abbrechen musste, weil das Wetter hier bei mir zu Hause umgeschlagen hat, von, naja, bewölkt auf extremst gewittrig, bin ich halt jetzt erstmal hier in Stockholm gelandet. Und nun werde ich jetzt erstmal einen Auftrag suchen. Mal sehen, vielleicht von Stockholm aus. Oder von, ich suche jetzt einfach mal einen Auftrag. Damit ich auch mal wieder Straßen fahren kann, die ich bisher noch nicht gefahren bin. Nicht mal. Ach nee, das war ja vorm Zurücksetzen. Wo, bevor ich mich überhaupt im Multiplayer angemeldet habe. Gab es hier einen Auftrag? Den hätte ich zwar gerne gefahren. Aber naja. Muss ich mir jetzt erstmal einen Auftrag suchen. Weltkarte, welche Straßen? Also die Straße habe ich auch schon bereits erkundet. Ich schaue jetzt einfach mal so, was es hier noch so gibt. Hier von Stockholm dann nach Straßburg runter. Oder nach Felixstowe. Sehen, soll ich wirklich wieder wagen, durch Rotterdam durchzufahren? Für Topfpflanzen machen wir ja alles. Ja, ich weiß, dass ich im Moment nicht müde bin. Das Problem hatte ich schon einmal, dass diese Nachricht dann einfach nicht mehr wegging. Aber ich bin jetzt mal wieder auf dem EU2-Server unterwegs. Ich hoffe mal, dass das Wetter heute etwas stabiler ist. Ich vertraue einfach mal darauf, dass es hier kein Gewitter gibt. Weil bei mir ist halt so bei Gewitter alles abschalten, was mit Strom betrieben wird. Ich könnte zwar dann vielleicht auf meinem Laptop versuchen, dann aufzunehmen, aber ich glaube, das sprengt dann den Rahmen von möglichen, wofür ich das Ding eigentlich mal gekauft hatte. Aber jetzt geht es erstmal zur Abholstelle. Eigentlich normal, dass in Skandinavien eigentlich derart große. Die Straße hier habe ich noch nicht. Scheibendreck. Das ging jetzt erstmal wieder ganz schön nach hinten los. Nur weil ich diese Straße hier noch nicht habe. Ist es eigentlich normal, dass in Skandinavien, die Supermärkte eigentlich so riesengroß sind, wie der hier auf der anderen Seite ist. Mal sehen, Warenausgang. Muss man ja immer unterscheiden zwischen Wareneingang und der Warenausgang. Der Wareneingang ist ja auf der anderen Seite von dem Gebäude. Boing! So, jetzt muss ich hier irgendwie jetzt drinnen manövrieren.
Also das neue Update mit dem millimetergenauen Einpacken zum Ab zum Ankuppeln, das kann schon mal kommen. Also ich bin jetzt darauf vorbereitet. Und dann geht's erstmal los in Richtung. Wohin ging die Fahrt nochmal? Ah, Felixstowe. Ja, aber ist es eigentlich wirklich so, dass es in Skandinavien derart große Supermärkte gibt wie hier? Ich meine, das Ding sieht hier wirklich riesig aus. Wir haben ja hier, wo ich wohne, haben wir ein Kaufland. Das dürfte nicht mal halb so groß sein wie das, was wir hier als Supermarkt haben. Würde mich mal interessieren, weil ich war ja noch nicht in Skandinavien. Außer vielleicht mal in dänischen Gewässern in der Nähe von Flensburg, also sehr grenznah. Das war das einzigste Mal, dass ich irgendwie mal in Dänemark war. Sonst habe ich es immer nur mal gesehen, weil ich sehr häufig sogar mal an der Küste von Nordsee und Ostsee war. War auch noch immer schön in den Zeiten. Gerade in der Phase, wo es halt bei mir mit dem Bronchialasthma war, dann ging, weil es immer diese salzige Meeresluft, die war wirklich das beste Mittel dagegen. Mittlerweile hat sich das ja auch irgendwann mal reduziert und ist jetzt überhaupt nicht mehr vorhanden. Also das waren so immer die schönsten Urlaube. Entlang der Nordseeküste oder Ostseeküste. Und mit einer der schönsten Städte, finde ich, ist Hamburg. Es ist mit einer der schönsten Städte. Liegt vielleicht auch daran, an der Verbundenheit zwischen meiner Heimatstadt und Hamburg. Beide liegen an der Elbe. Nur, wenn in Hamburg wahrscheinlich ein Pegel von 9,80 Meter ist, ist er wahrscheinlich noch niedrig, was er währenddessen hier schon Alarmstufe Rot und die Sandsäcke schon längst verteilt wurden. Weil ein paar Kilometer wäre ich wahrscheinlich noch gekommen. Aber ich tanke jetzt trotzdem hier auf. So, dann lass mal voll laufen, das Ding hier. 1,60 Euro, besten Dank auch. Drüben steht auch noch einer. Der Anwalt des Teufels, wenn ich das richtig übersetzt habe. Boah, nicht schon wieder das Telefon. Ich gehe jetzt da nicht ran. Wenn das ein wichtiger Anruf ist, dann melden die sich bestimmt noch ein zweites Mal. Oder ich habe dann wieder eine Ablehnung in meinem E-Mail-Postfach drin, weil sie mich nicht erreichen konnten. Das würde auch noch fehlen. Nachdem ich gestern 3 Ablehnungen erhalten habe. Keine schöne Sache. Also kann ich halt nur ein was machen. Das ist weiter Bewerbungen schreiben. Na, aber jetzt auf das Thema Urlaub an der Nordostseeküste zurückzukommen. Würde auch gerne tatsächlich nach Schweden fahren. Oder Norwegen. Eben halt, weil die Länder dort sehr schön sind. Ich habe es immer nur im Fernsehen gesehen und
da hat mir das gefallen und irgendwann möchte ich da auch mal selber hin. Ich weiß bloß nicht, wie lange ich wahrscheinlich auf einen Urlaub dort oben sparen muss, weil ich würde mir da wirklich mindestens eine Woche würde ich dafür einplanen. Und dann halt nicht nur eine Stadt, nicht nur zum Beispiel Oslo oder Stockholm. Ich würde dann mir auch wirklich gerne nicht nur eine Stadt anschauen, ich würde vielleicht mehrere mir dann anschauen wollen oder auch mal die Natur dort. Ich glaube, für mich wäre tatsächlich das Beste so eine Kreuzfahrt bis in die Fjorde rein. Das wäre wahrscheinlich das Beste. So, hier vorne sind wieder zwei Kampfjets, das heißt, wir sind schon bereits wieder auf Höhe Linköping bei Saab, welche diese Flugzeuge gebaut haben. Haben nicht nur Autos gebaut, sondern auch Flugzeuge. Mal sehen, ob hier noch irgendwo welche dann noch kommen, die ich kenne. Mit Kampfjets kenne ich mich, zumindest von denen von Saab, kenne ich mich nicht so gut aus. Mal sehen, hier müsste ja noch eine Abfahrt kommen. Mal sehen, ob ich da vielleicht ein paar wieder erkenne. Mit den Passagierflugzeugen von Saab kenne ich mich schon ein bisschen besser aus. Und da leckt wieder ein Auto entlang. Ja, Linköping geht es da runter. Da vorne sehe ich wieder ein Propellerflugzeug, ein Kampfjet. Oder? Kleine einmotorige Maschine. Aber ich kann mich entsinnen, hier steht noch irgendwo entlang, wahrscheinlich irgendwo entlang der Gegenrichtung, sodass ich das nicht gesehen habe. Eine Saab 2000 oder eine Saab 340. Saab 2000 habe ich mal in Dresden fotografieren können. Von, glaube ich, was war das? Darwin Air war das. Aus der Schweiz. So eine kleine Regionalfluggesellschaft. Eine Kreuzfahrt nach Schweden oder Norwegen. Das wäre tatsächlich was. Aber ich glaube, das ist wirklich sehr teuer. Müsste ich wohl lange drauf sparen. Ich verdiene zwar mit YouTube ein bisschen Geld, aber bisher haben sie auch überhaupt nichts ausgezahlt. Also es dauert wahrscheinlich noch, bis da überhaupt mal eine Summe zusammenkommt. Einziges, womit ich mich im Moment finanziere, ist halt das Geld, was ich von meinen Eltern bekomme. Reicht mir auch. Muss ich halt ein bisschen sparen und die Ausgaben halt ein bisschen senken. Das nehme ich auch mal. Was? Vorne Begleitfahrzeug, hinten Schwertransport. Oder Übermaßtransport. Da hatte ich ja auch mal noch so eine Idee. Schwarze LKWs und schwarze Limousinen. Mal sehen, ob ich die Idee irgendwann mal verwirklicht bekomme. Die Idee, das wäre perfekt. Irgendwann mal diese umzusetzen. Vielleicht sogar mit dem Frankreich-DLC. Da können wir ja wirklich einen Konvoi machen. Einmal nach Frankreich und vielleicht sogar irgendein kreuz und quer durch Frankreich. Zwischen den alten Städten und den neuen Städten hin und her. Also an Ideen für Konvois mangelt es mir definitiv nicht. Zumindest für normale Konvois. Oder auch mal für sowas Besonderes.